Reinhard, was war als Kind oder Jugendlicher dein Traumberuf? Mein Traumberuf. Ach, ich glaube, ich wollte auch Pilot werden und wollte gerne fliegen können. Das war sozusagen mein Traum als Kind. Aber es wechselt ja dann auch ständig und ich bin ganz froh, dass ich das geworden bin, was ich geworden bin jetzt. Was hat dir kürzlich in deinem Job Freude bereitet? Mir macht das immer Freude, wenn ich Menschen begegne, die Lust haben und einen Ort finden, wo sie sich gut engagieren können. Also wenn ich das Matching gut hingekriegt habe, wenn ich Menschen habe, die zufrieden sind und sagen, Mensch, toll, dass ich diese Aufgabe übernehmen kann. Wenn ich Klienten treffe, die sagen, Mensch, toll, dass es jemanden gibt, der sich mit mir beschäftigt, der nur für mich da ist. Und wenn Mitarbeiter sagen, toll, in der Zeit, wo sich jemand freiwillig engagiert, kann ich ganz andere Dinge machen und ich könnte das gar nicht so leisten, wie dieser Freiwillige oder wie dieser Ehrenamtliche das leisten kann. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich. Welcher beruflicher Ratschlag war für dich hilfreich? Das war weniger ein Ratschlag als eher ein Vorleben. Und zwar habe ich Menschen kennengelernt, die als Sozialpädagoge und Diakone Kinder- und Jugendarbeit gemacht haben. Und ich war einer dieser Kinder und Jugendlichen später. Und die haben das vorgelebt, so wie sie sich verstehen, so wie sie das im Leben umsetzen. Und das hat mir sehr imponiert und das hat mir gut gefallen. Und deswegen war es weniger ein Ratschlag als mehr ein Erleben. Hast du ein Lebensmotto? Ich lebe gern, sehr gern. Und ich habe Gottvertrauen und glaube, dass ich hier auf dieser Erde was Sinnvolles mache. Was treibt dich an und was ist dein ultimatives Ziel? Was treibt mich an? Ich habe mitbekommen eine gesunde innere Unruhe, eine Neugierde auf Dinge, auf Menschen. Und das ist immer wieder Motor, treibt mich immer wieder an, etwas Neues zu probieren. Ich bin dabei, ich muss etwas erleben. Ich bin dabei sehr körperbetont und muss an Grenzen gehen. Das mache ich häufig im Sport, aber bezogen auf meine Arbeit, auch da neue Ideen ausprobieren, an Grenzen gehen, schauen, wie andere auf diese Ideen reagieren. Das sind eigentlich so Dinge, die mich antreiben und die mich, ich sag mal, im positiven Sinne am Laufen halten. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und noch habe ich auch die Kraft, dieses am Laufen halten umzusetzen. Und was wäre dein Ziel? Es gibt nicht das Ziel. Es gibt für mich immer so Teilziele. Im Moment beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema, wie gehen wir mit unserer Erde hier um? Was können wir tun, damit auch die Generationen nach uns noch lebenswert hier leben können? Thema Nachhaltigkeit ist für mich ganz groß und Bewahrung der Schöpfung, das dann eigentlich ist das zentrale Thema. Und das ist ich will nicht sagen ein Ziel, aber es ist ein Thema, was mir im Moment vor die Füße gefallen ist, gelegt worden ist und zu dem ich mich verhalte. Und mein Ziel darin wäre schon ein Stück weiterzukommen und mit Menschen über dieses Thema in Kontakt zu kommen, zu sprechen und ja, ein Stück weit Lösungen anzudenken und zu finden, wie wir dieses Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, wie wir damit anders umgehen können. Was wäre unsere Gesellschaft ohne freiwilliges Engagement? Bedeutend ärmer. Und ich glaube, ohne freiwilliges Engagement würde vieles überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass Menschen ihre Fähigkeiten, ihre Ideen, ihre Konzepte, ihre Zeit zur Verfügung stellen, um ein Stück weit der Gesellschaft etwas zu geben, was nicht bezahlt ist. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass es diese Menschen gibt. Edelmut? Edelmut tut allen gut.